Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Weihnachten ist gerade vorbei und anlässlich dessen war ich eine Woche lang bei meiner Familie in Berlin. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ich eine Woche lang nicht auf meinem LS-Server war und meinen Hof irgendwie bewirtschaftet habe. Ein Moderator von mir hat sich zwar ums Nötigste gekümmert, aber es ist sehr, sehr vieles liegen geblieben. Ich traue mich kaum vorbeizuschauen, aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach als moralische Unterstützung mit und wir schauen mal, was es alles auf dem Hof zu erledigen gibt. Welcome back auf meinem Hof, im LS22. Ich war ja jetzt über eine Woche. Ja, über eine Woche war ich jetzt tatsächlich, hätte vielleicht auch das Tor aufmachen können, ne? Entschuldigung für mehr Realismus, wir machen das einfach nochmal. La 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 la. Okay, Tor zu. Wir haben keine Zeit für so Spielereien, weil ich war eine ganze Woche lang nicht da, weil ich, es war ja Weihnachten. Und ich war bei meiner Mama. Ich war bei meiner Mama in Berlin und da habe ich keinen PC. Und deswegen konnte ich nicht auf dem Server sein. Ich habe meinen lieben Mod beauftragt, also meinen Twitch-Mod, ein bisschen für Ordnung zu sorgen auf dem Hof. Also wenigstens die Tiere zu füttern. Das ist ja eigentlich das Einzige, was so wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Aber ja, es gibt viel zu tun. Deswegen dürfen wir gar nicht lange Zeit verlieren, sondern müssen starten. Ich überlege jetzt gerade nur, was die richtige Reihenfolge ist. Weil wir haben vor allem viel zu ernten. Das wird uns heute die meiste Zeit kosten. Weil wir, wo sehe ich es denn? Hier. Feld 1, Feld 3, Feld 7 und hier Feld 4 und 5, also die Grasfläche. Das können wir alles abernten. Das wird uns eine Weile kosten. Feld 1 und Feld 3 sind Tritikale. Das heißt, dafür brauchen wir die Mähdrescher. Sprich, ich werde ganz kurz, bevor wir hier irgendwas anderes machen, werde ich schon mal meinen Mähdrescher losschicken. Ich werde heute auch, ich gebe es jetzt zu, ich stehe dazu, ich werde heute Helfer nutzen. Ich werde heute Helfer nutzen, weil würde ich das alles selber machen, würde das mich so viel Zeit kosten. Also ich war tatsächlich richtig schockiert im letzten Video. Habe ich ja nur gespritzt und gedüngt. Und das hat so lange gedauert. Also so in der Gesamtheit einfach, wie lange so diese zwei Arbeitsschritte, bei denen man ja eigentlich denkt, ja, das sind die kürzesten Arbeitsschritte, die gehen schnell. Das hat so lange gedauert insgesamt. Und ich denke mir so, was war da gerade mit meinem Anhänger? Ich möchte nicht wissen, wie lange es einfach dauert, wenn ich jetzt hier jeden einzelnen Schritt einzeln machen würde vom Ernten. Und vor allem ist es ja nicht nur das Ernten. Wir ernten, Wir grubbern und wir sehen neu. Bin ich einfach zu faul zu. Ich bin ehrlich, ich bin da zu faul zu, das jetzt alles selber zu machen. Ich habe auch eine ewige Zeit. Deswegen werden wir heute ein bisschen was mit Helfern auf jeden Fall machen. Aber wir fahren natürlich vorher ein Vorgewende. Das ist ja total logisch. Das machen wir selber. Und auch das kostet ja immer schon ein bisschen Zeit. Ne, muss man jetzt mal ehrlich sein. Auf geht's. Ich habe übrigens die Strohablage bei mir immer deaktiviert. Das wurde ich beim letzten Mal gefragt. Warum habe ich eigentlich die Strohablage nicht an? Der Grund dafür ist einfach, dass ich es nicht brauche. Also ich habe aktuell einfach keine Verwendung für Stroh selber. Ich nutze es einfach nicht, weil ich halt eben jetzt keine Tiere habe, wo ich das Stroh irgendwie gebrauchen könnte, wie Kühe oder Pferde oder so. Und deswegen verzichte ich einfach darauf, weil es wäre so viel mehr Arbeit, das danach einzusammeln und Ballen draus zu machen oder so. Und der Verkaufspreis für Stroh ist einfach ein Witz. Deswegen lohnt sich das nicht und deswegen habe ich die Strohablage deaktiviert. So, haben wir dies auch ein für alle Mal geklärt. Wenn ich das hier gerade alles sehe, meine Honighäuser und wir haben auch noch Gewächshäuser und wir müssen die alle noch füllen. Oh Gott, das ist so viel zu tun heute. Wir haben Dezember. Wir haben übrigens Dezember. 14.18 Uhr gerade. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben, bis es dann dunkel wird. Ich bin also jemand, ich hasse es, ja im Dunkeln zu arbeiten. Ich versuche mal alles im Hellen zu machen. Schauen wir mal, wie weit wir im Hellen kommen. Wie viel Zeit ich brauche, um tatsächlich alle Felder hier irgendwie zu bewirtschaften. Plan ist jetzt erstmal Vorgewende auf dem ersten Feld fahren. Dann setze ich hier einen Helfer rein, der dann anfängt, alles abzuernten. Dann werde ich den Gruber holen, werde mit dem Gruber das Vorgewende schon fahren auf dem Feld. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich dann auch schon den Helfer in den Gruber setzen. Und der soll dann den Mähdrescher hinterher grubbern, damit das schon mal erledigt ist. Ja, dann werden wir das zweite Feld mähen, das zweite Feld grubbern. Dann werden wir beide Felder neu ansehen.
Und synchronisieren. Und dann haben wir ein neues Feld. Das habe ich neulich, ich glaube, ich habe es im Livestream und nicht im Video gekauft, ne? Ich habe es im Livestream auf Twitch gekauft, mein neues Feld. Und auf dem Feld steht Baumwolle. Weil ich hatte ja, das habe ich ja im letzten Video schon erzählt, ich habe quasi den Plan, dass ich in meine Kleidungsfabrik nicht nur Wolle von den Schafen schmeiße, weil damit kann ich dann immer nur ein Produkt herstellen. Also ich kann halt entweder Kleidung oder Schuhe herstellen. Beides geht aber nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt noch ein Baumwollfeld gemacht, um eben sowohl Wolle als auch Baumwolle reinzuschmeißen. Und dann sollte ich rein theoretisch sowohl Kleidung als auch Schuhe herstellen können. Und das ist halt insane, weil das bringt einfach sehr viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Naja, aber das ist Zukunftsmusik. Wir müssen uns auf jeden Fall alle Geräte fürs Baumwollfeld kaufen. Also wir brauchen einen Baumwollernter. Ich muss gleich mal gucken, was ich mir für einen Baumwollernter kaufe. Wenn ich einen mit Rundbein, dann brauche ich keinen Anhänger. Wenn ich aber einen mit Quaderbein hole, brauche ich einen Anhänger, um die zu transportieren. Ich werde das dann überprüfen, wenn es soweit ist. Bis dahin vergeht ja erstmal ein bisschen Zeit. Ich glaube tatsächlich, die zwei Felder hier sind aber nicht mal doppelt gedüngt, oder? Ach nee, Quatsch, haben wir im letzten Video gemacht, war? Okay, sie sind doch doppelt gedüngt. Shit. Ich wollte gerade sagen, ganz so viel Produkt dürfte hier nicht draufstehen, weil die sind ja nicht doppelt gedüngt, aber ist ja Blödsinn, was ich hier erzähle. Kompletter Blödsinn. Ja, hier vorne fahren wir jetzt auf das Meisterwerk der Helfer zu. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder Helfer benutzen möchte, obwohl das da das Produkt ist, was dabei rauskommt, wenn man Helfer nutzt. Ich werde hier jetzt aber trotzdem straight drüber fahren, auch wenn ich damit ne, viel Arbeitsfläche und so nicht nutze. Aber einfach, weiß ich nicht, fürs Gefühl. Fühlt sich besser an, so jetzt rumzufahren und keinen Knick in meiner abgemähten Spur zu haben. Es fühlt sich einfach besser an. Erste Runde Vorgewende ist geschafft. Ich weiß ja, dass also sehr viele Leute empfehlen ja immer, dass man zwei Runden fahren sollte Vorgewende. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich zwei Runden Vorgewende fahre, sind meine Felder ja schon fast abgeerntet, weil die so klein sind. Ich fahre deswegen meistens nur an den zwei kurzen Seiten noch eine zweite Bahn. Einfach weil, ich meine, da stehen Bäume und wir alle kennen den Standardhelfer. Diese Bäume stellen den Standardhelfer vor zu große Probleme. Deswegen fahre ich jetzt hier lang. Aber ich meine, auf den Längsgraden, da muss er ja nicht wenden oder so. Deswegen wollte er das hinkriegen. Deswegen fahre ich jetzt nur hier kurz nochmal eine Gerade. Ich sehe gerade, ich muss erstmal den Anhänger holen, weil mein Mähdrescher voll ist. Pitz Batman. Holen müssen wir den eh. Also ist auch egal. Nehmen wir einfach den hier, den hatten wir hier ja schon stehen. Und schnappen uns mal den Anhänger, um alles aufzusammeln. Ist eh ganz gut, wenn wir jetzt quasi erst die Felder abernten, bevor wir die Tiere füttern, weil ich ernte ja jetzt gerade die Tritikale und dann ist es eigentlich egal, ob ich sie ins Silo schmeiße oder dann halt einfach direkt in die Hühnerstelle schmeiße. So spare ich mir ein bisschen Aufwand. Rein damit. Und weiter geht's. Die gerade haben wir. Ich weiß, ich könnte jetzt auch nach hinten fahren und einfach noch eine gerade mit abernten. Aber dann bin ich so viel langsamer, deswegen düsen wir jetzt einfach schnell nach hinten, machen noch einmal die kurze Seite und dann setzen wir den Helfer rein. Ich weiß immer, dass man mit so einzeln da bleibenden Sträuchern, wenn da so ein kleiner Strauch noch auf dem Feld steht, dass davon richtig viele Leute getriggert sind. Falls es jetzt also jemand getriggert hat, dass ich da so ein kleines Stück stehen lassen habe, tut mir leid. Großartig. Vorgewände haben wir. Und dann darf jetzt der Helfer arbeiten. Setzen ihn da mal so ein bisschen mehr auf die Kante. Falls ich da vorne zu schief gefahren bin. Nicht, dass er da jetzt ein paar Sträucher stehen lässt. Hat der schief oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus, ne? Okay, der arbeitet. Tipptopp. Dann haben wir das jetzt zumindest schon mal erledigt. Dann holen wir uns unseren nächsten Traktor. Ich hatte übrigens von so vielen Leuten immer angemeckert, dass ich so einen großen Traktor habe, obwohl ich doch nur so wenig Felder habe. Ich verstehe das gar nicht, warum so viele Leute sich darüber aufregen. Also ich meine, ich will ja, auch wenn ich nur wenig Felder habe, will ich die aber trotzdem schnell bearbeiten können, oder? You know what I mean? Naja, deswegen, ich mag den John Deere hier sehr gerne. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Ich habe mir den ursprünglich mal gekauft für den größten Grubber. Ich hatte den ganz großen, diesen, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, aber diesen blauen. Und der brauchte eigentlich echt viel PS, dass der gezogen werden konnte. Nur hat mich dieser Grubber so krass getriggert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es ja so einen Bug mit diesem Grubber, dass der dann immer sich
so nach oben aufstellt und sich dann halt nicht richtig zusammenklappt. Und man muss dann zigmal den aus- und wieder einklappen und ein Stück fahren und abkuppeln, wieder ankuppeln. Und oh, so nervig. Und deswegen habe ich den jetzt doch nach langem Hin und Her überlegen verkauft. Aber der Gruber hier reicht auch. Also ich weiß nicht, wie viele Meter das jetzt Unterschied sind. Aber ganz ehrlich, irgendwie geht die Arbeit mit dem hier schneller, wenn ich halt nicht so von diesem Bug da getriggert bin. Oh, und ist es nicht schön, wenn man mit so einem großen Gruber mit zackigen 15 km/h übers Feld rauscht? Ist doch ein Träumchen. Ich weiß gar nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Ach, Moment, ich beeile mich schnell, dass ich noch da vorbeikomme am... Oh no, jetzt habe ich da eine Bahn gelassen. Oh nein, ich wollte mich beeilen, damit ich hier noch am Mähdrescher vorbeikomme. Aber jetzt habe ich vielleicht verkackt, aber wir versuchen es trotzdem. Gib Gas! Los, gib Gas! Passt. Tipptopp. Haben wir das hier zeitlich abgepasst. Hervorragend. Jetzt schaffe ich nicht ganz das Vorgewende fertig zu fahren. Muss ich erstmal fixi den Mähdrescher abladen. Überladen. Wie auch immer man es nennt. Damit wir hier nicht in... Ne? Damit es hier alles weiterläuft ordentlich. Wie soll. Timing und so. Wir haben nicht ewig Zeit. Können wir da aber erstmal auch kurz stehen lassen. Und weiterfahren. Der macht das ja trotzdem. Komme ich da vorne jetzt an dem Zaun vorbei? Das wird eine richtig knappe Kiste jetzt hier. Dass ich mir kein Produkt vom Feld nehme. Aber trotzdem da an dem Zaun vorbeikomme, ne? Maßarbeit nenne ich das. Maßarbeit. Deswegen habe ich mir den kleineren Gruber gekauft. So, das ist der wahre Grund. Damit ich nämlich hier durchpasse. Und hier keine Probleme habe. Mit dem großen blauen Gruber hätte ich jetzt hier nämlich Probleme. Es ergibt alles Sinn. Hervorragend. Beim Gruber machen wir es wieder genauso wie vorher auch schon. Ein richtiges doppeltes Vorgewende, aber zumindest halt kurzen Seiten ein bisschen breiter, damit es hier keine Wendeprobleme gibt. So, und auch jetzt düsen wir wieder einmal nach hinten. So, und jetzt haben wir nämlich, jetzt sieht man das so gut zeitlich, dass halt schon so viel frei gemäht ist sozusagen vom Feld, dass wir dann jetzt auch den Helfer in den Gruber setzen können und der eigentlich jetzt das zeitlich müsste das ganz gut passen, dass er dann quasi hinterher grobern kann, hinterm Mähdrescher. Ich darf halt nur nicht vergessen, dann pünktlich, pünktlich immer zu leeren, damit dann nicht die Situation kommt, dass der Grober aufholt, weil er fährt auch ein bisschen schneller als der Mähdrescher und dann womöglich noch meine Tritikale, die noch stehen sozusagen, weggrubbert. Aber davon gehen wir mal jetzt nicht auf. So, Helferchen rein. Passt das da links? Ah, es passt natürlich nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen knapper hier ansetzen. Fahren wir hier ein Stück rüber. Das ist jetzt aber ein ganz schön großes Stück. So, Helfer. Wow. Okay, hervorragend. Das passt doch. Jetzt müssen wir mal den hier kurz aus dem Weg räumen. Der steht nämlich echt blöd. Ich glaube, ich nehme einfach mal ganz kurz auch die Tritikale auf vom Mähdrescher. Er ist jetzt bei 61%. Bevor ich jetzt was Neues anfange und da in 2 Minuten eh wieder hindüsen muss. Machen wir das mal noch schnell. Das ist echt sehr praktisch an dieser Mod, die wir oben haben, um all unsere Fahrzeuge überprüfen zu können sozusagen. Dadurch sehen wir halt immer, was ja wie viel Ladung schon drin ist und so. Das ist schon äußerst cool. Könnte man ein Profi sein und hier Tempomat auf 10 km/h stellen, aber meistens, bis ich bei 10 km/h angekommen bin, bin ich schon fertig. Deswegen fahre ich einfach hier nebenbei her. Toll, er ist fertig. Guti, ich habe 94%. Da kann man schon mal zum Hof zurückfahren und schon mal die erste Fuhre abladen. Wie gesagt, schmeiße ich das jetzt nicht ins Multifrucht-Silo rein. Weil ich habe meine Hühner ja eh noch nicht gefüttert. Das heißt, ich düse jetzt mal direkt den Hühnerstellen und baller dann die Tritikale da gleich in die Stelle. Sonst ist es ja doppelte Arbeit. Dies wollen wir ja nicht, wir sind ja faul. Aber das ist schon verrückt. Das bedeutet eigentlich, dass wir fast, glaube ich, das gesamte eine Feld, was wir gerade abernten, brauchen, nur um jetzt einmalig die Hühnerstelle aufzufüllen. Das ist happig, was die hier an Verbrauch haben. Aber gut, man muss natürlich auch bedenken, ich war jetzt, glaube ich, wirklich, also 7 Real-Life-Tage oder sogar länger, nicht auf dem Server. Dementsprechend ist es ja einfach über ein Jahr in-game, also ist es schon in Ordnung. Wenn wir da auch mal jetzt ein bisschen mehr in die Stelle schmeißen müssen. Mein Mod, der sich zwischendurch um meinen Hof gekümmert hat, hat mir übrigens auch noch gesagt, er war zu faul, meine Felder zu ernten und hat deswegen einfach Futter gekauft. Naja, ist auch okay. Wird den Hühnchen schon nicht schlecht getan haben, denke ich mal.
Und kann ich verstehen. Immer nur dieses Ernten hier als Mittel zum Zweck. Ist schon ein bisschen nervig. So, okay, den Anhänger können wir jetzt einfach hier stehen lassen, bis unser Mähdrescher wieder voll ist. Und dann haben wir ja jetzt noch einen weiteren Traktor, mit dem wir was Schönes anstellen können. Jetzt überlege ich tatsächlich, ich glaube, ich fände es jetzt ganz gut, den auf das Grasfeld hier zu setzen. Was anderes kann er eh eigentlich gerade nicht Sinnvolles machen. Ja, weil das zweite Feld mit Tritikalen, dafür brauche ich ja die ganzen Gerätschaften, die jetzt auf dem ersten schon unterwegs sind. Da müssen wir also eh warten, bis sie fertig sind. Aber das ist eine gute Beschäftigung hier für zwischendurch. Das Grasfeld geht ja zum Glück relativ fix. Könnte ich sogar überlegen, ob ich das dann gleich komplett selber fahre. Ich glaube, eigentlich habe ich jetzt sonst, außer warten, dass da drüben alles fertig ist, habe ich jetzt erstmal nichts anderes zu tun. Also glaube ich, werden wir das Grasfeld sogar jetzt mal hier in die eigene Hand nehmen. Von unserem hohen Ross steigen und auch mal selber was tun. So nämlich. Ist hier alles immer ein bisschen eng, ne? Schöne Ansicht hier mit dem Bäumchen. Idyllisch. Muss gestehen, bei dem Grasfeld hier bin ich immer ziemlich, also nicht so ordentlich. Also wenn da mal ein Grasbüschel stehen bleibt, hier wie jetzt der Rand da zum Beispiel, bin ich da tatsächlich sehr, also ist mir das egal. Das Gras wächst so schnell und ich habe tatsächlich auch noch so viel Gras in meinem Silo. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht mehr so viel Gras. Könnten wir ja eigentlich mal gucken, ne? Wie viel Gras haben wir noch im Silo? Weil wurde jetzt natürlich ganz schön viel auch benutzt. Gras, 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 Gras. Wir haben nur noch 131.000 Liter. Also das ist tatsächlich gar nicht mehr so viel, wie wir da übrig haben. Weil da wurde ja jetzt, wie gesagt, ein ganzes Jahr lang mit gefüttert, ohne dass ich irgendwas nachgeliefert habe. Aber da sieht man doch mal wieder, ist dann auch nicht verkehrt, sich so einen kleinen, ja, Puffer sozusagen anzulegen für genau solche Situationen. Vor allem, weil ich einfach in einer Woche in Urlaub fliege. Für 10 Tage. Und dann bin ich einfach wieder nicht da. Das ist auch dezent traurig. Das sind einfach fast 2 Ingame-Jahre, die ich dann nicht da bin. Aber ich bin schon mal überlegen, ich glaube, ich werde einen Laptop mitnehmen. So, dass ich wenigstens aus dem Urlaub ein bisschen auf dem Server was machen kann. Zumindest mal ein bisschen meine Tiere füttern und ein bisschen die Felder abernten. Gucken wir mal, wie das funktioniert. So kann ich dann halt leider nicht aufnehmen. Weder aufnehmen noch streamen. Also alles, was in diesen 10 Tagen passiert, ja, bleibt undokumentiert. Kann man dann alles in Zukunft sich anschauen. Vielleicht hat sich dann viel verändert. Vielleicht bin ich in der Zeit aber auch viel zu faul, jetzt großartig irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Ich muss ja sogar gestehen, ich weiß noch nicht zu 100%, wo es jetzt für mich weitergeht mit meinem Hof. Also ich habe ja aktuell, ich habe 3 Hühnerställe. Könnte ich mehr machen, aber muss ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ich habe 2 Schafställe, 2 große. Da brauche ich definitiv nicht mehr. Ich habe 3 Milchschafställe. Damit bin ich auch sehr fein und ist meiner Meinung nach auch vollkommen ausreichend erstmal. Ich sehe übrigens gerade, das sollte ich vielleicht dann auch mal bald machen, dass ich hier die Schafsmilch wegräume, weil da ist nämlich die Ablagefläche voll. Und da wird nichts mehr produziert gerade. Damit bin ich sehr fein. Dann habe ich ja einige Gewächshäuser, aber das ist ja eh nur so ein bisschen nebenbei. Und jetzt habe ich ja mir, wie gesagt, zuletzt noch ein Feld gekauft für die Baumwolle. Und wenn das alles so funktioniert, ah, da fällt mir gerade wieder ein, was ich mir ja überlegt hatte, was ich machen will. Ich will ja in Richtung Pizzafabrik gehen, damit ich nämlich meine Eier weiterverarbeiten kann. Das war eigentlich so ein bisschen der Plan. Die Frage dabei ist halt nur, ich brauche da noch ein weiteres Feld eigentlich für Getreide. Und ich weiß nicht so recht, ob ich mir tatsächlich noch ein weiteres Feld, ja, aufbürgen möchte sozusagen, weil es ist schon viel Arbeit, ne? Also da müssen wir ganz ehrlich sein, es ist halt echt einfach viel Arbeit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das alleine einfach nicht so gut schaffe. Wir haben ja den Server auf doppelter Geschwindigkeit und ich muss echt sagen, ich tendiere aktuell sehr stark dazu, mal die restlichen Mitspieler zu fragen, wie sie dazu stehen, das Ganze auf einfache Geschwindigkeit umzustellen. Weil ich einfach ja, totale Probleme habe, hinterherzukommen. Ich habe wirklich, wirklich krasse Probleme, alles auf meinem Hof zu schaffen. Also ich merke das auch, wenn ich es auch live streame oder so. Da vergehen so viele Stunden, bis ich alles erledigt habe. Also so wie heute auch.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, wird das überhaupt ein Video oder werden das vielleicht sogar zwei Videos, weil es halt so viel einfach zu tun gibt, dass das am Ende so ein einstündiges Video wird. Und das finde ich immer ein bisschen doof. Das sage ich so von mir selber. Ich habe sehr selten nur die Zeit, mich wirklich eine Stunde lang an den PC zu setzen oder ans Handy oder wo auch immer und dann eine Stunde lang aktiv ein Video zu gucken. Ich persönlich mag da lieber dann so Videos, die dann irgendwie eine halbe Stunde gehen. Aber da wäre ich zum Beispiel auch echt sehr dankbar für euer Feedback. Also das könnt ihr ja sehr, sehr gerne auch mal in die Kommentare jetzt einfach schreiben. Mögt ihr das dann auch lieber, wenn die Videos so, ja, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Minuten gehen, so Let's Plays? Oder hättet ihr zum Beispiel auch mal Bock, dass dann mal so ein Let's Play kommt, was halt eine Stunde lang ist oder vielleicht sogar noch länger? Würde mich interessieren, weil jetzt würde ich immer dazu tendieren, sie halt lieber ein bisschen kürzer zu machen. So, da sind wir wieder. Dann machen wir hier jetzt auf jeden Fall das einmal mit GPS, dass das ein bisschen flotter geht und ein bisschen besser läuft hier. Meistens ist es hier erstmal sehr schief, aber ist egal. Das ist das gleiche wie vorhin auf dem Feld mit den Tritikalen. Auch wenn ich da jetzt erstmal ein bisschen was an Produkt, also halt jetzt eine halbe Bahn da irgendwie fahre, wo nichts steht. Aber das ist mir lieber, wenn dann die Spur gerade ist und ich dann die nächste Spur schön perfekt daran anschließen kann. Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal wieder. GPS Beste. Also das hat mein... Ich dachte jedes Mal noch am Anfang, oh, das ist so kompliziert. Und ehe ich das eingestellt habe, da fahre ich das lieber selber. Aber nee. Nee. Es ist wirklich so entspannt, damit zu fahren. Richtig geil. Was ist denn hier passiert? Warum ist denn mein vorderes Mähwerk aus? Und warum fällt mir das jetzt erst auf? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich fettfinger einfach zu oft und mache deswegen so einen Blödsinn hier. Na, hoffentlich ist die Spur nicht zu breit, damit mein Ladewagen das noch gut aufsammeln kann. Dann bin ich sauer. Oh Gott, Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Okay, ich glaube, die haben sich aufgeholt. Ach du Schreck. Ach, es hätte doch fast gepasst. Es war so knapp. Es war so knapp. Na gut, wir müssen den kurz einmal warten lassen. Der Mähdrescher muss mal noch eine Bahn mehr fahren. Ich dachte, ich habe es gut getimt, aber scheinbar habe ich es nicht gut getimt. Zum Glück ist es am Anfang der Bahn passiert und nicht als der schon, weil der hat ja, also der Grobe hat ja gerade echt so ein kleines Stück von meinem Feld mitgenommen. Zum Glück ist das nicht passiert, nachdem er schon so eine gesamte Bahn gefahren ist und mir da sehr viel Produkt weggegrobert hat. Der Mähdrescher ist bei 96%. Machen wir hier mal ganz kurz Stopp. Und laden den erstmal ab. Dann können wir den Grober auch wieder losschicken. Oh, das wird, glaube ich, eine richtig schmale Spur, die der Mähdrescher dann nochmal fahren muss. Ich glaube, die nächste Spur da kann er nicht in voller Breite aufnehmen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt habe. Ich glaube, eigentlich mit dem Ladewagen kann ich ja dann schon mal... Moment. Oder schafft er die volle Breite hier? Ich bin jetzt mal kurz gespannt. Schafft er die volle... Ach doch, schafft er, ne? Locker schafft er das. Ja, gut, ich habe ein schlechtes Auge. Ist okay. Gut, mit dem Ladewagen können wir eigentlich schon mal rüberfahren, direkt zum nächsten Feld. Den können wir da schon mal zurechtstellen, weil wir machen ja dann direkt weiter mit dem Mähdrescher auf dem anderen Feld. Hier, Feld 2, das hier nebenan wäre übrigens das, was ich mir wahrscheinlich am ehesten noch kaufen würde als nächstes. Dann halt vielleicht für Getreide, für potenziellen Pizzateig. So, der macht das noch schnell fertig. Den können wir dann schon wieder an die Arbeit setzen. Kein Feld gefunden. Ach, diese Helfer, ne? Arbeite! Okay, zack, dann grubbert er das fertig. Top. Dann machen wir jetzt hier nochmal schnell weiter, obwohl wir jetzt gar nicht so weit kommen werden, weil wir werden dann erstmal mit dem Mähdrescher das Vorgewende auf dem nächsten Feld fahren. Sonst verlieren wir, glaube ich, zu viel Zeit. Das mit dem Grasfeld hier, das können wir auch immer gut nebenbei machen. Das ist dann nicht so schlimm. So, den lassen wir hier stehen, damit wir nicht mitten im Weg stehen. Und dann schnappen wir uns den. Ach so, Motor starten. Und auf geht's zum nächsten Feld. Das ging doch jetzt eigentlich relativ fix. Zumindest hat es sich für mich fix angefühlt. So, der Helfer oben ist fertig. Das heißt, mein anderes Feld ist fertig gegrubbert. Ich glaube, ich werde, wenn ich hier das Vorgewende fertig habe, werde ich dann an den anderen Grubber kurz mal die Sämaschine hängen, weil wir haben ja gelernt, der Grubber ist eh ein Ticken schneller als der Mähdrescher hier. Und dann lasse ich den Helfer vielleicht mit dem anderen Traktor erstmal das Feld noch sehen. Das merke ich dann immer wieder. Also das ist so doof. Ich hab jetzt drei Traktoren für den Hof, den ich ja an sich nur alleine bewirtschafte. Aber für solche Situationen denke ich mir dann immer, oh, ich hätte gerne ein paar mehr Traktoren. Auch das hier wieder übrigens ein Kunststück der Helfer. Ich sag dazu nichts mehr. Also in-game übrigens gleich 16 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann geht denn die Sonne eigentlich unter?
Sehe ich das hier überhaupt? Ach so, hier, 19 Uhr sonnig. Ach, da steht immer sonnig. Ja, perfekt. Schade, ich weiß nicht genau, wann es dunkel wird, aber es ist Dezember, also ganz so lange wird es nicht dauern. Wahrscheinlich in einer Stunde ist es wahrscheinlich schon ein bisschen düsterer. Oh, und wir sind voll. Natürlich steht man mit dem Anhänger auch immer ganz am anderen Ende des Feldes. Das ist einfach wirklich jedes Mal so. Man muss immer einmal über das gesamte Feld fahren, um abzuladen. Immer. Einfach immer. So, wir sind voll mit dem Anhänger. Ich fahre den gleich weg. Ich würde gerne wenigstens vorher das Vorgewende ready machen, damit ich den Helfer schon mal reinsetzen kann und möglichst wenig Zeit verliere. Das soll ja alles wirtschaftlich gedacht sein hier. Erste Runde Vorgewende ist ready. Dann machen wir jetzt natürlich hier die berühmten kurzen Seiten ein zweites Mal. Oh, ich hätte das Grubber-Auto schon in die See, also eine Seemaschine packen sollen. Oh, ich verliere so viel kostbare Zeit. Dann düsen wir wieder schnell nach vorne und machen noch die zweite Seite. So, Vorgewende fertig. Ich werde jetzt aber dort drüben, also auf der anderen Seite, anfangen. Weil auf der Seite hat das Feld ja so einen blöden Knick. Und es ist immer ein bisschen schwierig, das zu planen, wenn man auf der anderen Seite sozusagen anfängt. Deswegen lasse ich den Helfer jetzt hier fahren. Aber wir haben auch schon wieder 89% Füllung. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell mit unserem Anhänger losdüsen und den ausleeren, damit wir dann vielleicht es noch schaffen. Ach, das werden wir nicht schaffen, aber naja. So halbwegs pünktlich wieder hier zu sein, wenn der Mähdrescher wieder voll ist. Bist du? Wo bist du? Wo bist du? Anhängerchen? Da bist du. Let's go! Gib Gas! Volle Pulle! Volle Kraft voraus! Weil der Mähdrescher ist ja fast voll, ich überhaupt angekommen bin! Dürfte jetzt nicht ganz reichen, um hier den letzten dritten Hühnerstall noch voll zu machen, aber fast. Also viel dürfte dann echt nicht mehr fehlen, was wir aus dem nächsten Anhänger dann noch reinschmeißen müssen. Aber Wahnsinn, wir haben wirklich mehr als das eine Feld gebraucht, um all unsere drei Hühnerställe voll zu machen. Das ist schon echt, boah, verrückt, wie viel Produkt da sozusagen, ja, gebraucht wird. Aber naja, es sind eben drei gemoddete Hühnerställe. Das macht schon auch irgendwie Sinn, dass da so viel drauf geht. Wie einfach von allen Traktoren hier die Motoren laufen. Auch an 5 Stellen gleichzeitig sein. Das funktioniert immer tipptopp. Gar nicht stressig hier. Das war's dann. Dann ist der jetzt erstmal wieder leer. Den Anhänger stellen wir hier einfach an der Seite ab. Da stört er keinen, weil wir grubbern ja eh erstmal nicht. Und dann schnappen wir uns unseren Traktor hier mit dem Grubber dran. Den Grubber stellen wir jetzt einfach mal hier hinten. Da sollte er nicht im Weg stehen eigentlich. Hier stellen wir den jetzt erstmal ab. Den brauchen wir dann gleich noch für das Feld. Aber da wäre der Grubber jetzt einfach zu fix. Also schwupps, den lassen wir da stehen. Und dann holen wir uns jetzt unsere Sämaschine und werden dann das Feld hier erstmal säen. Dann haben wir das nämlich schon komplett abgeschlossen sozusagen. Feld 1 von 4. Wo ist sie denn, die Sämaschine? Hier hinten. Ich bin jedes Mal wieder überrascht über dieses Synchronisieren. Mal kurz schauen, habe ich denn eigentlich alles? Mineraldünger, Saatgut. Ja, ist auf jeden Fall beides drin. Muss ich nur treffen. Das ist auch mal nicht so einfach hier. Ach, super. Ganz einfach ist das. Nur rauskommen. Ja, 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 ja. Geht. Dann geht's ab nach drüben. Tritikale sind schon eingestellt. Ich sehe irgendwie nichts anderes an als Tritikale. Für die Baumwolle brauche ich ja die andere Sämaschine. Von daher. Und jetzt überlege ich gerade, was ich hier an Vorgewände fahre. Ja, es wäre schon klug, einmal auch ganz normal außen rum zu fahren, ne? So sollte das doch funktionieren. Oh mein Gott. Ach du Schreck, da habe ich jetzt aber echt eine ganz schön dolle Kurve stehen lassen, wa? Ich glaube, das ist zeitlich sinnvoller, wenn ich jetzt die zweite kurze Strecke fahre. Dann muss ich nämlich nur die kurze Seite zurückdüsen und nicht die lange. Das ist total sinnvoll. Kann ich sogar... Ah komm, weil wir so schnell unterwegs sind, mache ich jetzt sogar noch eine dritte kurze Strecke. Mit der Sämaschine ist das okay, weil die fährt ja sogar, haben wir nicht sogar 20 km/h mit der? Naja, 18. Da kann man ruhig auch auf dem Rückweg nochmal arbeiten und nicht nur zurückdüsen. Ach shit, aber unser Mähdrescher ist gleich voll. Oh. Wir müssen die Arbeit wieder kurz unterbrechen hier. Aber wir wenden wenigstens schon mal, stellen uns schon mal in Position. Hier rein, auf geht's. Keine Zeit verlieren, keine Müdigkeit vortäuschen. Oh, der Helfer hat schon Licht angemacht. Ah, es wird dunkel. Ein klares Zeichen dafür, dass es dunkel wird.
stellen uns wieder hier drüben hin, wo wir keinen stören. Und weiter geht's hier. Dann machen wir auch mal Licht an, wa? Wenn der Helfer das schon macht, dann machen wir das jetzt auch. Mist. Ich wollte ja alles im Hellen schaffen. Das hat ja wieder top gepasst. Und habe noch nicht mal eins der vier Felder fertig. Super, Sophie. Gutes Zeitmanagement. Ich arbeite hier wahrscheinlich bis tief in die Nacht. Passt das hier von der Länge? Nein. Wie das einfach nicht passt. Okay, die Bahn noch runter und dann haben wir aber auch das Vorgewende fertig. Und das ist ja auch ein sehr großzügiges Vorgewende wieder, hinten mit drei Querbahnen. Von daher dürfte der Helfer hier eigentlich jetzt gar nicht so lange brauchen. Ich glaube nur, wenn ich mich recht entsinne, dann reicht immer eine Ladung Saatgut nicht aus, um das ganze Feld zu säen. Also muss ich zwischendurch gut drauf achten, wann der aufhört zu arbeiten, damit wir da nochmal Saatgut auffüllen. Wir könnten es eigentlich auch jetzt machen. Aber ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Es war irgendwie jetzt nervig, mit 70% zurückzufahren. Aber ich glaube, das reicht dann. Und dann muss ich nämlich nicht zwischendurch auf den achten. Ich glaube, das ist klug. Ich glaube zumindest, das ist eine gute Idee von mir. Ob sich das dann auch so als kluge Idee herausstellt? Das zeigt sich. Sind wir auf jeden Fall wieder 100%. Und das sollte jetzt eigentlich fürs gesamte Feld reichen. Bei meinem Glück fehlen am Ende so 3 Meter oder so. So 1% Füllung, 10 Liter oder sowas. Normalerweise ist es bei mir immer so, dass ich wirklich so richtig wenig, dass mir das am Ende fehlt. Naja, auf geht's, Helferchen. So, passt das da mit der Bahn? Nimmt der da alles mit? Ah, ist eine knappe Nummer, ne? Aber geht. Oder? Warte, nimmt der jetzt hier alles mit? Nee, das ist mir schon wieder zu eng hier. Moment, wir müssen einen Tick nah rüberfahren. Nur ein kleines Stück. So gefällt mir das besser. So ist das sicherer, dass der da alles mitnimmt. Fährt der gerade schräg schon wieder eigentlich? Jetzt fährt er doch schräg! Was machst du denn hier? Ach Mann, einmal mit Profis. Hast du den Standardhelfer? Ich hasse ihn einfach. Naja, ob das so aufgeht hier am Ende, dass mein ganzes Feld gesät ist, ich bin mir da noch unsicher. Aber wir lassen den Guten jetzt mal so alleine. Bevor wir hier weitermachen, holen wir dann uns nochmal das Ganze von unserem Mähdrescher. Der ist bei 77% und außerdem kriege ich eh keine ganze Ladung mehr in meinen Anhänger rein. Also machen wir das jetzt noch, bevor wir uns hier mit irgendwas Neuem beschäftigen. Na gut, 98% Füllung haben wir, aber das reicht mir, um uns erstmal wieder auf den Weg nach Hause zu machen. Dann machen wir unseren letzten Hühnerstall jetzt nämlich voll. Und dann können wir den Rest ins Silo schmeißen. Und dann sollten wir eigentlich auf unserem Grasfeld weitermachen können. Ich glaube, dann hat erstmal jeder was zu tun. Nun gut, war nicht viel, aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder komplett voll. Das haben wir erledigt. Den Hühnern geht es jetzt also schon mal gut. Das ist doch sehr schön. Kann ich auf meine Packung schreiben? Eier von glücklichen Hühnern. Haben zwar ein Jahr lang kein zu essen bekommen, aber jetzt sind sie wieder glücklich. Den bringen wir dann jetzt schon mal zurück zum Feld wieder, dass wir da wieder einsatzbereit sind, wenn der Mähdrescher wieder voll ist. Aber dann können wir mit dem Grasfeld weitermachen. Dafür brauchen wir auch nicht mehr lange, bis wir das dann schon mal abgemäht haben. Das ist ein gutes Zwischendurchfeld. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich jetzt schon mal die Baumwollerntemaschine kaufe, weil die könnte ja eigentlich auch noch parallel fahren, ne? Hier geht's weiter. Erstmal brauchen wir Licht. Hätte ich ja eigentlich auch nebenbei von einem Helfer machen lassen können, ne? Aber ich muss ja auch irgendwas selber noch tun, wenn ich hier meine ganzen Helfer zwischenzeitlich delegiere. Irgendwas brauche ich ja auch noch selber an Arbeit. Ich glaube, ich schaffe das Grasfeld nicht ganz abzumähen, bis mein Mähdrescher wieder voll ist und ich ihn abladen muss. Überladen. Mann, wie heißt das? Überladen, oder? Aber ich lasse den Mähdrescher ganz kurz warten. Ist ja nicht so, dass da ein Grubber hinterherfährt. Das dauert ja dann eh einen kleinen Moment. Also können wir den auch kurz mal warten lassen und zumindest hier das Grasfeld fertig abmähen. Boah, dass wir wenigstens mal einen Arbeitsschritt abgeschlossen haben. Zig Sachen nebenbei, aber irgendwie werde ich mit nichts fertig. Ein paar Grasbüschel, die lassen wir einfach stehen. Also Gras haben wir echt keinen Mangel. Und dann können wir jetzt tatsächlich direkt schon unser Mähwerk wegbringen. Damit sind wir ready. Dann ab zu dem hier und schnell Tritikale abholen. Wir können eigentlich weggehen, weil da kann der stehen bleiben. Der ist hier schön am Ackern. Sehr gut, der ist auch gleich fertig. Das ist top. Und dann nehmen wir uns jetzt den Ladewagen hier und sammeln Gras auf. Oh, und wir haben kaum mehr Siliermittel. Das füllen wir natürlich vorher noch auf. Ich bin mal gespannt, ob das Gras, was wir jetzt aufsammeln,
ob das überhaupt reicht, um alle meine ganzen Schafställe aufzufüllen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Wir fahren zusammen in den Sonnenuntergang. Romantic. Richtig romantisch hier, Mensch. Spur Nummer 1. Wir nehmen jetzt einfach hier immer den Schafstall, der am nächsten ist. Sind unsere Schafställe eigentlich komplett leer? Das könnten wir ja mal kurz checken. Ach du Schreck. Die haben kein Wasser. Ew. Gras ist gar nicht unser Problem. Wasser ist unser Problem. Ey, diese Schafe verbrauchen so viel schneller Wasser, als sie Futter verbrauchen. Aber vor allem, oh Gott, Gesundheit 0%. Es tut mir leid, Schafis. Es tut mir so leid. Aber ihr könnt jetzt noch kein Wasser haben. Das würde gerade meine Planung durcheinander bringen. Also müsst ihr leider noch ein bisschen darauf warten. Ich hoffe, das ist okay. Mein Grasfeld war nur einfach gedüngt. Man merkt das richtig, dass hier echt weniger Gras liegt. Gras wird abgeladen und in der Zwischenzeit werden wir mal unseren Mähdrescher wieder hier ein bisschen Tritikale klauen. Der ist nämlich schon wieder bei 96%. Ich bin gerade richtig begeistert. Das ist hier alles wie ein Uhrwerk, das ineinander greift. Ho! Jeder Arbeitsschritt durchdacht. Und jetzt ist auch noch genau gerade mein Helfer mit der Sämaschine fertig geworden. Das heißt, den können wir jetzt im nächsten Schritt direkt ranholen und ihn krubbern lassen. Das mache ich jetzt auch mal als erstes. Stimmt, wir haben das ja alles schon hier drüben fertig und bereit stehen. Das ist ja tipptopp. Das heißt, die Sämaschine... Ja gut, ist eigentlich Quatsch, dass wir die Sämaschine hier abstellen, weil wir müssen so oder so auffüllen gehen. Aber wir brauchen eh mehr als 100% Füllung von der Sämaschine für das Feld. Deswegen können wir das auch erstmal, die restlichen 39%, die da drin sind, auch erstmal verballern. Und danach dann auffüllen gehen. Vielleicht reicht es, also doch, fürs Vorgewende sollte es reichen. Dann fahren wir natürlich auch wieder ein wundervolles Vorgewende mit unserem Grubber. Da vorne wird es jetzt auch eine enge Kiste wieder mit den Bäumen. Let's see, ob das hier passt oder nicht. Ja, doch, das müsste gehen. Ich sag's mal wieder. Das ist der Grund, warum ich diesen Grubber besitze. Einfach tipptopp Breite hat der Grubber. Oh, das wird hier wieder Kopf an Kopf rennen hier mit dem Mähdrescher. Gib Gas! Aber ja, wir kommen dran vorbei. Ach shit, ich dachte jetzt, ich kann hier mal wieder eine nette dritte Vorgewendebahn fahren, aber nö. Ist ja noch gar nicht alles weggemäht. Können wir noch gar nicht machen. Aber dann halt nicht. Dann halt auch nur wieder zwei Spuren Vorgewende hier an der kurzen Seite. Habe ich hinten kurz schon gegrubbert? Bin mir unsicher. So wie es aussieht, habe ich die kurze Seite noch nicht gegrubbert. Schade. Aber dafür müsste mein Mähdrescher, ich glaube, das ist jetzt die letzte, wo ist er denn? Ach, da. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Bahn, die der Mähdrescher fährt. Und dann bin ich zumindest mit dem Ernten der zwei Felder schon mal fertig. Das ist gut. Yay, Mähdrescher ist fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was macht der da aber gerade noch? Warum? Ist das schon wieder der Plan von dem Helfer? Ich sehe es schon kommen, der fährt jetzt einfach die komplette Feldlänge einmal rückwärts. Und wenn er hinten angekommen ist, sagt er dann, er ist fertig. Muss ich auch immer nicht verstehen, ne? Was der da so richtig macht. Aber gut, lassen wir uns davon nicht irritieren. Wir haben ja zum Glück genug Geld, dass uns das jetzt nicht so wehtut. Hat die Arbeit davor euch beendet? Also wirklich, diese Helfer, ne? Das ist ein Witz. Ist einfach ein Witz. Okay, so. Vorgewende, Hammer fertig. Auf jeden Fall. Und ich würde an der Stelle tatsächlich mal sagen, das ist der Punkt, wo wir uns auf jeden Fall sicher sein können. Dieses Let's Play wird zwei Teile bekommen. Also ich habe einfach noch nicht mal ansatzweise irgendwie alles geschafft, was ich schaffen muss. Wir werden aus diesem Let's Play dann zwei Teile machen. Und im nächsten Video geht es dann weiter. Und ich hoffe, im nächsten Video schaffen wir es, alles fertig zu kriegen.